Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Metro Exodus. Hier auf unserem schönen Zug. Bald merkten sie, dass ich den Graben gesehen hatte und erzählten mir die üblichen Lügen über Spione und was nicht alles. Hast du ihn geglaubt? Auf zur Wolga. Nach dieser langen Zeit im Untergrund ist die Luft an der Oberfläche unglaublich frisch und berauschend. Aber das war es nicht, was unsere Euphorie angefeuert hat. Unsere Reise hat endlich einen Sinn bekommen. Durch einen Funkspruch des Regierungsbunkers im Ural. Seit 20 Jahren haben wir gedacht, dass weder die Regierung noch das Oberkommando des Militärs überlebt haben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es sie noch gibt. Wo waren sie, während wir uns in der Metro gegenseitig bei lebendigem Leibe gefressen haben? Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir ihnen eine Menge Fragen zu stellen haben, sofern wir dort ankommen. Laut Miller sind die Ruinen unseres Landes unter Kontrolle des Feindes und wir werden uns zu unserem Ziel durchkämpfen müssen. Ein kleines Team gegen eine Besatzungsmacht. Wie stehen die Chancen, dass wir gewinnen? Dass wir Antworten bekommen? Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Noch nicht. Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Was glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau lebend zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro und in sein altes Leben zurückkommt. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Übrigens müssten wir bald an der Brücke ankommen. Verdammt! Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort bremsen! Oh Gott, oh Gott! Oh. Schüsse! Vier Personen auf einer Draisine! Alle Mann auf dem Führerstand melden! Beeilung! Verdammt! Artyom, du solltest besser zum Führerstand gehen! Ich gehe ja schon. Alles klar bei dir, Artyom? Verdammt! Natürlich! Wir haben einen Zylinder durchlöchert! Ist das schlimm? Können wir weiterfahren? Nein, wir hängen fest! Oh, Scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war das? Uniformierte dabei? Keine. Die hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Das war nur ein Außenposten. Hätte jeder sein können. Sogar Frauen und Kinder. Glauben Sie wirklich, dass wir sie gefunden haben, Oberst? Tja, sicher können wir nicht sein. Ich dachte, wir würden viel früher auf sie treffen. Diese Draisine ist unterwegs zur Brücke. Da gibt es Befestigungen. Das sieht friedlich aus. Ein Dorf mit Kirche auf dem Wasser. Wir brauchen Informationen. Hier, Artyom, ich habe auf der Karte eine Stelle markiert. Begib dich dorthin und finde alles über die Brücke heraus. Ein Gefangener wäre ideal. Anna, du gibst dem Feuerschutz. Jawohl. Kann ich auch mit Artyom gehen, zur Unterstützung? Nein. Bis wir unsere Lage kennen, entfernst du dich keinen Schritt von der Aurora. Die beiden kommen sehr gut alleine klar. Auf geht's, Artyom. Yermak. Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zum Laufen zu bringen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir den Zylinder ansehen. Aber einen Tag mindestens. Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Spartaner, mach die Aurora. Mindestens einen Tag, ne? Mhm. Stepper, vergiss deinen Rucksack. Ein ganz neues Modell. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Das Handbuch ist da schon drin. Es schickt dir doch keine Materialien. Du musst ja also selbst. Lass uns aufbrechen, Artyom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Tja, das ist alles. Ah, okay. Zuerst die Chemikalien. Fusel, Dünger, so ein Zeug. Nice. Natürlich Muttern. Ja, ja, ja. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen, tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer.
Seid bloß vorsichtig da draußen. Denkt daran, ein Großteil des Landes wurde zerstört oder besetzt. Selbst wer unsere Sprache spricht, könnte unser Feind sein. Aus Überzeugung oder Angst. Verstanden? Hast du die Glocke gehört? Wir müssen sie ziemlich eingeschüchtert haben. Vielleicht arbeiten sie für den Feind. Sind fast Piraten oder so. Mag sein. Na gut, mehr habe ich nicht. Okay, warte, ich komm schon. Ab nach unten. Okay. Das war klasse. Oh, sorry. Hey, was war das? Das ist voll merkwürdig, dass man jetzt hier ohne Filter rumrennen kann. Ich hab mal das Rucksack-Symbol, okay. Danke. Bin ich jetzt alles sauber? Wo sind wir eigentlich jetzt? Aber wir haben ein paar Materialien gefunden, sehr gut. Aber der Zug ist sauber. Drin warst, hab ich mich mal umgesehen. Dieser Strommast dort sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Okay. Ein Hase. Okay, da ist schon mal nichts drin. Da fällt im Haus irgendwas. Komm mir rein, natürlich. Ja, wow, komme ich gleich. Sehr gut. Naja, ich will ja schon ein bisschen Materialien haben, ne? Ich will ja hier am Ende nicht ohne Materialien dastehen. Sehr gut, danke. Ne, jetzt war mal ein paar Medikits zu herstellen können. Meine, jetzt einfach hier durchrennen, wäre auch ein bisschen bescheuert. Ah, okay. Wie weit sind wir von einem Ziel denn schon entfernt? Ah, nee. Gar nicht mal so weit. Gut. Das haben wir mit angesehen und schauen wir uns mal hier um. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Hier ist nichts mehr.
Ich schätze mal, hier drin findet man schon schöne Sachen. Und ich meine, wir sollten das schon ausnutzen, lange uns. Ist die besser? Warte. Die scheint schon besser zu sein. Ich glaube, ich nehme eher die. Weil die ein größeres Magazin hat und die und zum Ballern würde ich die ja sowieso nicht nutzen, nur eher für Kopfschüsse, also jetzt nicht zur Verteidigung, aber die ist auch besser, wenn man sich vielleicht mal verteidigen muss. Sehr schön, also zum Glück gucke ich mich um. Aber ich finde das so geil, dass man das so erkunden kann. Muss man dazu sagen, hätte glaube ich sonst auch sehr schwer funktioniert. Also durchgehend dieses Masken-Gameplay gehabt. Erkunden, ich könnte mir das jetzt sehr schwierig vorstellen. Dass hier keine Mutanten sind. Finde ich aber sehr gut. Oh, ich höre was. Wo ist jetzt Anna? Irgendwo genau hier. Was? Der Stopp ist die erste Sichtung, auf die wir bislang getroffen sind. Wir müssen herausfinden, wer hier lebt und wer auf uns geschossen hat. Und was hinter der Brücke liegt. Wie üblich werde ich mit Anna gehen. Nur auf sie muss ich nur auch aufpassen. Das ist sie wohl nicht ganz erreichen, ne? Aber das ist irgendwie. Da! Was ist der? Ja. Wieso nimmst du nichts mit, Anna? Wirklich, das sind alles wertvolle Ressourcen, du lässt einfach liegen. Okay, Artyom, ich klettere da hoch, während du das Boot zur Kirche nimmst. Ich rufe dich, wenn ich soweit bin. Ich bin zur Kirche. Okay, kann man hier mal. Ja, ich will schon vor. Will schon. Also, ich will ja schon erkunden, das mache ich. Also, voll cool. Also, hat man so eine lineare Story mit ein bisschen erkunden, oder wie? So nicht verstanden. Also, finde ich geil. Finde ich gar nicht so übel. Das ist gar kein Monster. Oh du Scheiße, oh nein, Regatta. Wap. Atjom, ich bin oben. Eine ausgezeichnete Stelle. Schön. Da nicht andocken. Was heißt denn bei dir aussteigen? Ach, das ist aussteigen. Okay, jetzt ist nicht ins Wasser springen. Machen nämlich auch ganz gerne viele Spiele, die sagen, hey, kannst hier aussteigen. Springst nämlich ins Wasser, das ist nämlich ganz blöd. Gibt auch einige Spiele. Deswegen fragte ich eben, was aussteigen bei dir bedeutet. Aber aussteigen heißt ja tatsächlich nur Paddel weglegen. Finde ich gut. Ich hasse das, wenn du
vom Boot aussteigst und der Charakter sofort ins Wasser springt. Das ist voll bescheuert. Das kann ich mit manchen Spielen machen. Deswegen ist es immer so ein bisschen. Es ist immer manchmal auch ein dehnbarer Begriff, was ist nun einsteigen. Vor allem der eine Entwickler meint mit aussteigen tatsächlich, dass der aussteigt. Warum kann ich Waffen eigentlich nicht in meinen Rucksack mitnehmen? Also. Ich kann ja zwei Waffen ausrüsten, ne? Warum kann ich keine dritte Waffe jetzt sagen? Das fand ich aber. Anscheinend haben sie dich entdeckt. Artyom, auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Bitte was? Ich sehe Leute bei der Kirche. Anscheinend keine bewaffnet. Wir nähern uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Irgendwie will eine Ballerei anfangen oder was? Nee, danke. In Metro werde ich bestimmt keine Schießerei anfangen. Also ich versuche auch alle Schießereien so zu lösen, dass ich immer durchschleiche. Das klappt noch nicht immer. Das wird auch nicht so oft klappen. Ich will aber gar keinen umbringen. Das ist bei mir so. Ich will versuchen und das mache ich, dass ich töte die letzte Variante sehe. Nur das Problem wird die letzte Variante, weil ich sie oft in Anspruch nehme. Leider. Mal, kann ich jetzt nicht ein bisschen was herstellen? Bevor ich da jetzt hingehe. Ah, ich finde das aber schon cool gemacht mit dem Survival-Aspekt. Macht mal mehr an und wenn ich jetzt hier schnell mache. Ja, wie. Woher weiß ich, dass ich. Geh nochmal. Ah, da oben sehe ich das, okay. Ja, gut, aber gut, das reicht dann noch. 3 Mini-Ketten, wenn ich ganz okay. Dann würde ich einmal kurz. Achso, Checkpoint vor 2 Minuten, okay. Also die Karte ist auch nicht so ganz punktgenau, ne? So eine ungefähre sich gegönnt. Okay. Das muss ich aber alles so regeln, die muss man ein bisschen üben. Ja, üben, was heißt üben, muss man wissen. So, aber cool. Sehr schön. Mag Erkundungsspiel. Wisst ihr, dass ich ein Erkundungsmensch bin? Sind Sie Odyssey? Liebe es, einfach von Welten zu erkunden. Gerade sind das so irgendwie Griechenland. Also ich will aber hier aus dem Wasser wieder raus. Trau dem Wasser ein wenig. Ich hier anlegen. Naja, du bist auch eine Sünde, Junge. Aber hier gibt es gar keine Mutanten oder so. Also ich meine, ganz ehrlich. Warte. Du bist auch eine Sünde, Junge. Gott. Ah, hier komme ich gar nicht lang. Ist hier überhaupt irgendwas, oder? Ja, Junge, du bist auch eine Sünde, weißt du? Bestimmt nur die Artikel 13 Stimme. Ja, ich weiß, der Artikel 13 Gag ist ein bisschen, ja. Ja, Junge. Die Ladezeiten. Muss ich da letztendlich reinfahren oder wie? Oh, ja, nett. Unser heiliger Vater Silantius hat bereits seine Predigt begonnen. Komm einfach in den Tempel und sieh das Licht der Wahrheit. Ich hab grad echt. Friedliche Menschen, stecke deine Waffen daher bitte stets weg. Und willkommen. Ich hab grad so richtig Far Cry 5 Flashbacks, oder? Naja, du bist auch eine Sünde. Hey, Kleiner, ne? Kleine, Entschuldigung. Willst du mitfahren? Spring rauf.
Jetzt haut sie ab. Hallo, Vater. Was?